Bags are still here. Bags. Was geht ab, YouTuber? Und somit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ich möchte heute mal über die Langwaffen sprechen in Uncharted 4 und welche Langwaffen ich am liebsten spiele. Also jetzt nicht welche die stärksten sind, sondern welche ich persönlich am liebsten spiele. Ja, um gleich mal anzufangen. Hier habe ich schon meine Favorite Gun. Die Mettler M30 ist einfach meine favorisierte Waffe. Macht mir am meisten Spaß. Ich spiele aber nicht die meiste Zeit damit. Aber ja, sie macht mir am meisten Spaß, weil ich finde sie ziemlich gut auf Long Range. Und sie hat sogar ziemlich gute Blindfire-Präzision, wenn ihr das mal ausprobieren wollt. Aber nichtsdestotrotz, ja, mit Mettler spiele ich eigentlich am liebsten. Erstens, so viele Leute spielen damit nicht, und zweitens, sie ist wie die Fall in Uncharted 3 und das ist ziemlich geil. Ja, die zweite Waffe, die ich eigentlich am meisten spiele, ist die HS-39. Ich wechsle dann oft zwischen HS und Mettler, eben HS, wenn viel im Nahkampf zu erledigen ist auf der Map, und Mettler, wenn ich mehr Range brauche. Und dann dritte Waffe, die ich auswählen würde nach Mettler und HS. Ich spiele eigentlich nur Mettler oder HS, ist einfach so. Am Anfang habe ich noch relativ viel mit AK gespielt. Ich finde die Waffe nicht so schlecht, aber sie ist einfach schlechter als die HS, also warum soll ich sie spielen, wenn es die HS gibt. Dann die vierte Waffe, die ich auswählen würde, wäre wahrscheinlich die MP34A. Also ihr seht schon, ich bin mehr auf Nahkampf und auf automatische Waffen und ja, nicht so der Sniper und Long Ranger. Ist einfach mein Spielstil. Ja, MP34A ist ziemlich gut in Close Range. Eigentlich besser als die HS. Ja, aber HS gibt mir mehr die M9 Feels aus Uncharted 3, deswegen spiele ich sie auch. Dann würde ich zu der XCA gehen, so eine Art Karl 7. Wobei man auch zielen kann mit der Waffe, also sie ist jetzt nicht so wie die P90. Ja, nach der XCA würde ich dann tendieren zu, ja, Spezzotti 12 Gauche oder wie sie auch immer heißt. Ja, ich finde es eine lustige Waffe, sie ist ein bisschen zu schwach, aber letztens habe ich gegen einen Typen gespielt, der hat richtig gut mit der gespielt, in Kombination mit der Condor Power Waffe, und ja, ich meine, ist nicht so schlecht, ist eine coole Waffe. Nach der Spezzotti würde ich dann wahrscheinlich die Fall nehmen. Viele Leute spielen ja mit der Fall, ich selber nicht, finde es einfach scheiße. Ja, die Waffe ist komplett overpowered in meinen Augen, in den richtigen Händen, aber ja, mir macht sie einfach keinen Spaß, deswegen spiele ich sie auch nicht. Ich habe die Arrowhead vergessen, die würde ich wahrscheinlich noch vor der Fall nehmen. Die ist gar nicht so schlecht eigentlich, habe ich ein paar mal gespielt sogar. Und dann würde ich die Copperhead finden, Copperhead finde ich nicht gut, weil sie hat einfach diesen Forced Scope, also du musst reinzielen, wenn du schießen willst mit dieser Waffe, und das finde ich einfach schlecht. Du brauchst einfach die Option, will ich jetzt reinzielen oder nicht, finde ich eben. Ja, deswegen spiele ich die Waffe auch nicht. P90 muss ich sagen, also ich habe die Waffe noch nie ausprobiert, sorry. Natürlich habe ich sie schon erlebt im Spiel, spielen ja ziemlich viele Leute damit. Sie soll recht gut sein im Blindfire, und was ich auch schlimm finde, also das Magazin ist ja immens groß. Ja, und was habe ich dann noch? Dann habe ich noch zwei Sniper hier, die Masur. Also Sniper, ich weiß nicht. Wenn du die Sniper spielst, da gibt es ja diesen einen Mod, wo du dann schneller anzielen kannst, ja. Wenn du ohne diesen Mod spielst, sind die Sniper doch extrem scheiße. Da brauchst du, glaube ich, 5 Sekunden, bis du schießen kannst, bis du mal scoped in bist. Also, das ist echt hart, mit denen zu spielen. Und ich habe es noch nicht geschafft, dass ich diesen Booster freischalte. Deswegen habe ich auch keinen Bock, dass ich Sniper spiele. Ja, also Sniper würde ich, also wähle ich nie aus, spiele ich nie damit. Wie gesagt, meine zwei Lieblingswaffen sind einfach die HS
und die Mettler, je nachdem wie die Map ist. Und ja, die machen mir einfach am meisten Spaß. Die Spezotti ist auch ganz lustig, wenn man die in Kommando oder so spielt. Kann man auf alle Fälle machen. Ja, mich würde natürlich interessieren in den Kommentaren, schreibt mal rein, welche eure Lieblingswaffen sind und welche ihr am besten findet, was ihr zu meiner Meinung sagt mit HS und Mettler. Und ja, ich hoffe, das Video gefällt euch. Dann würde ich es vielleicht auch noch mit den Pistolen machen, wenn ihr überhaupt Bock drauf habt. Und sonst bis zum nächsten Mal. Und ich werde über das Spiel eigentlich generell gut sprechen. Natürlich, wenn Naughty Dog irgendeinen Scheiß baut, werde ich das auch ansprechen. Ich bin schon kritisch. Aber nur, dass ihr wisst, hier auf meinem Kanal werde ich eigentlich positiv über das Spiel reden, weil es mir Spaß macht. Ja, und ich möchte es einfach auch so fortführen.